Hallo, heute sprechen wir über die Übungsaufgabe 31. Die habe ich mir gerade eben ausgedacht, weil sie so ein kleines bisschen in das Portfolio der IHK-Meisterprüfungen BQ-NTG passt. Ja, und dabei ist hier ein kleines Schaltbild abgebildet, wie das funktionieren soll. Und ich nehme mir zwei Addings, um das nochmal so ein bisschen herauszuarbeiten. Aber wer die Aufgabe alleine lösen wollte, müsste jetzt mit dem Video einfach mal stoppen. Hätte die Gelegenheit, sich vielleicht ein Screenshot zu machen und dementsprechend dann die Aufgabe selber allein zu lösen. Tatsächlich ist also hier eine Pumpe eingezeichnet und diese Pumpe, die fördert also ausgehend von hier, ich versuche es mal einigermaßen einzutragen, über eine bestimmte Höhe, das ist die Druckleitung, hier in den Tank hinein. Nun ist es aber tatsächlich so, dass die Pumpe selbst natürlich auch hier aufgrund eines etwas tiefer liegenden Behälters, das also hier angedeutet sein soll, tatsächlich sich die Flüssigkeit, hier in diesem Fall Heizöl, ansaugen soll und dementsprechend dann also ein, naja, dazu addierendes Höhengefälle irgendwie zu überwinden wäre. Das sind sozusagen die entsprechenden Zusammenhänge. Aber das sind im Grunde genommen jetzt erstmal Dinge, die schon vorweggegriffen sind für die spätere Aufgabe. Bei der Aufgabe 1, fangen wir mal mit Grün an, weil Grün ist ja die Hoffnung hier, geht es tatsächlich nur darum, und so beginnen die Aufgaben meistens ja auch, einen Volumenstrom zu berechnen. Der Volumenstrom heißt bei mir V, also groß V Punkt. In der IHK-Formelsammlung ist der Q Punkt genannt und er berechnet sich natürlich aus dem entsprechenden Volumen, das pro Zeiteinheit gefördert werden soll. Und das ist ja hier offensichtlich relativ einfach, denn hier sollen 15 Kubikmeter pro 2 Stunden gefördert werden. Naja, und die Frage ist natürlich jetzt nicht, wie viel Kubikmeter, sondern hier ist die Frage nach Litern pro Minute zu berechnen. Naja, und wir wissen natürlich, dass im Grunde genommen der Umrechnungssprung von Meter auf Dezimeter der Faktor 10 ist. Da aber diese Größe Meter dreimal vorkommt, müssen wir das Ganze hier sozusagen mal 1000 rechnen. Und wir können dann aus den Kubikmetern Dezimeter Kubik machen. Also der Sprung von Meter auf Dezimeter ist also 10 hoch 3 sind 1000. Naja, auf die Minute kommen wir natürlich, indem wir sagen, die Stunde hat 60 Minuten und schon haben wir dann praktisch den Zahlenwert, den wir hier geforderterweise bringen sollen. Und ich versuche es dann irgendwie hier mal kurz auszurechnen. Das wären also 15 mal 1000 kann ich gleich im Kopf. 1, 2, 3 Nullen. Geteilt durch 2 gleich, geteilt durch 60 gleich und dann haben wir 125 Liter pro Minute. So, für den ersten Frageanteil relativ einfach und schnell verdientes Geld und damit ist gut. Die Frage bei B, die scheint schon ein bisschen schwieriger zu sein und auch etwas umfangreicher, vermute ich mal so. Gerechnet habe ich sie tatsächlich wirklich noch nicht und insofern bin ich auch sehr gespannt, was tatsächlich dabei herauskommt. Welchen Leitungsquerschnitt brauchen wir? Naja, wir wissen, dass der entsprechende Volumenstrom V, also machen wir mal zu B, der Volumenstrom V Punkt ist nichts anderes als die Querschnittsfläche a mal der entsprechenden Strömungsgeschwindigkeit v. Und da kommen wir natürlich auch schon sofort im Grunde genommen ins Grübeln. Nein, überhaupt nicht, weil 2 Meter pro Sekunde ist der ganze Zauber also gefordert. Das heißt also, wir dürfen nicht mehr als 2 Meter pro Sekunde verbrauchen. Und ihr habt eben schön sehen können, ich musste erstmal gucken, weil ich zu faul gewesen bin, mir gegeben und gesucht herauszuschreiben, weil ich dachte, ich kann das gleich so. Naja, hat mich für einen Moment jedenfalls erstmal zurückgeworfen. Wir wissen, dass es sich bei Rohrleitungen in den allermeisten Fällen um kreisförmige Querschnitte handelt, also d Quadrat Pi Viertel wäre dann die Kreisquerschnittsfläche mal
der entsprechenden Strömungsgeschwindigkeit V, die wir dort haben. Gut, wir haben die Aufgabe also nach B, hier nach dem Durchmesser D umzustellen. Und der Durchmesser D ist also, machen wir mal Quadrat zunächst mal, nichts anderes als V-Punkt kennen wir ja. Also V-Punkt mal 4 geht also auf die andere Seite, geteilt durch Pi, geteilt durch V. Naja, wir wollen nicht wissen, was der Durchmesser mit sich selbst mal genommen ergibt, sondern wir müssen aus dem Ganzen also die Wurzel ziehen, damit daraus der Durchmesser D wird. Also schreibe ich es mir kurzerhand so hin und setze dann natürlich auch sofort hier die entsprechenden Größen ein. Keine Ahnung, was dabei herauskommt. Fangen wir einfach an. 1, 2, 5 Dezimeter hoch 3. Allerdings pro Minute mal 4. Und ich fürchte, ich habe mir ein bisschen wenig Platz gelassen. Mal Pi mal 2 Meter pro Sekunde. So, und da sehen wir schon, verdammt, wir müssen hier irgendwie die entsprechenden Einheiten miteinander anpassen. Naja, was mir am leichtesten fällt, ist erstmal die Minute umzuwandeln in 60 Sekunden. Dann bin ich die Sekunden jedenfalls schon mal los. So, und weil ich wirklich so wenig Platz habe, weiß ich sofort auch, Meter sind nichts anderes als 10 Dezimeter. Naja, und so blöd, wie es jetzt hier aussieht, gehört das natürlich nach da oben geschrieben und schon kann ich also auch hier die Dezimeter gegen diese 2, gegen die 3 zur 2 kürzen und weiß sofort, alles klar, wenn ich den Durchmesser jetzt hier ausrechne, dann bekomme ich den Durchmesser in Dezimetern. Das mache ich doch mal. Den Zahlenwert habe ich ja noch da drin. Mal 4 geteilt durch Shift Pi, irgendwo war es doch hier gewesen. Gleich, ich tippe das immer so ein, dann habe ich jetzt also den Zahlenwert raus, geteilt durch 20 tippe ich gleich, weil das ist ja dann der Zahlenwert, gleich, geteilt durch 60, gleich, daraus jetzt nochmal die Wurzel, verdammt, gleich, und dann kriege ich also den Durchmesser dabei heraus von 0,3642, runde ich jetzt einfach mal, Dezimeter. Da das natürlich eine Zahl ist, die für mich nicht so richtig klasse ist, entspricht das hier in Millimetern 1, 2 Stellen darüber 36,4 Millimeter. Naja, und da müsste man jetzt schauen, welches der nächstgrößere Innendurchmesser wäre, der dort also zur Verfügung stehen würde bei den Rohrleitungen. Und schon sind wir hiermit fertig. Jo, schnell verdientes Geld, wenn man weiß, wie es geht. Und so ein kleines bisschen kürzen, das muss natürlich dann bei den Prüfungen richtig sitzen, macht natürlich auch so ein kleines bisschen Probleme. So, und jetzt kommen wir natürlich zu der Frage, die uns eigentlich dann auch so ein bisschen beschäftigen könnte. Das wäre dann die Frage C. C ist die Pumpleistung. Und wenn ich mich nicht täusche, steht in der Formel seiner Mutter und P ist nichts anderes als der Volumenstrom Q oder V, ich bleibe ja bei meinem V-Punkt jetzt hier, mal dem Delta P. Und da sind jetzt aber die Wirkungsgrade und so weiter natürlich noch überhaupt gar nicht berücksichtigt. Das Delta P ist für mich so ein bisschen unklar, denn ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das da jetzt berechnen soll. Nur eins ist mal klar, der hydrostatische Druck aus den Höhendifferenzen der Flüssigkeitssäulen, der muss eben berechnet werden. Und tatsächlich ist es so, dass der hydrostatische Druck H, der natürlich von hier, von der Pumpe nach oben geht, aber natürlich auch dieses Differenzstückchen hier noch mitbilden muss, sodass wir dann also sagen können, die Förderhöhe der Pumpe, H, ich schreibe es einfach mal da jetzt so hin, wäre dann nichts anderes als, naja, H3 plus H2 minus H1, das schreibe ich mir doch mal hin, H3 plus H2 minus H1, und in Zahlen ist das natürlich auch nicht so wirklich drastisch, rechne ich doch gleich mal im Kopf aus,
25 plus 3 sind 28, minus 1 sind 27 Meter Förderhöhe, die dort zu berücksichtigen sind. Jo. Ich weiß natürlich, dass der hydrostatische Druck Delta P sich berechnet aus Rho mal G mal H, auch in der Formelsammlung bitte nachschlagen. Aus copyright-technischen Gründen darf ich die ja leider immer nicht zeigen. Nachschlagen muss ich, ob es mir nun gefällt oder nicht, die Dichte von dem Heizöl. Und da schaue ich nun tatsächlich nochmal nach. Also die Dichte für Heizöl mit 0,83, also Rohheizöl, hat dann eine Dichte von 0,83 Kilogramm pro Dezimeter Kubik. Wunderbar. Also berechnen wir uns kurzerhand jetzt hier die entsprechende Druckdifferenz. So, und das würde bedeuten 0,83 Kilogramm pro Dezimeter Kubik mal 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat mal H, das sind unsere 27 Meter, und das nehme ich natürlich sofort wieder weg, da das hier jetzt leider schief gegangen ist. Einmal abtupfen, dann mit meinem Universalradiergummi speziell für Tinte. Zack, 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 aber es war wirklich nur ein Verschreiber. So. Und das sieht doch schon gut aus. Probleme sind wieder weg. So, 27 Meter. Und dann versuchen wir natürlich im Grunde genommen jetzt hier die Pascal oder was auch immer zu berechnen. Denn in Basiseinheiten würden wir Kilogramm, Meter, haben wir schon, Sekunde. Also wir müssten nur noch mal diese Liter in Meter verwandeln. Und das, was hier oben natürlich von Meter in Liter läuft, läuft hier jetzt natürlich genau umgekehrt. Das heißt also, wir müssten jetzt praktisch diese Zahl durch 1000 teilen. Denn die Liter geteilt durch 1000, das würde bedeuten, wir müssten hier oben jetzt mit dem Kehrwert nochmal bitte dann entsprechend mal nehmen. Eigentlich steht hier jetzt geteilt durch 1000. Dann kürzt sich das Dezimeter zu Meter heraus. Naja, und aus technischen Gründen, weil ich da oben eigentlich echt keinen Platz habe, schreibe ich es jetzt hier unten hin und sage, Delta P sind dann nichts anderes. Und ich bleibe ja mal dabei, diese entsprechende Größe mal auszurechnen. Also 0,83 mal 9,81 mal 27 mal 1000 habe ich fertig, sind also 219.842 Newton pro Meter Quadrat sollte das dann eigentlich sein. Ist es auch? Kurz nochmal nachgedacht, ob die Einheiten tatsächlich stimmen. Kilogramm Newton ist Kilogramm mal Meter pro Sekunde. Wenn man das jetzt nochmal rausstreichen wollte. Newton wird Kilogramm Meter pro Sekunde, also das ist Newton. Diese Meter kürzen sich gegen hier Quadrat weg und dann habe ich natürlich Newton pro Meter Quadrat. Und das war wieder so ein kurzer nochmal Denkmal nach Hänger, der uns das dann hier in Pascal tatsächlich verwandelt. Wunderbar. Für mich nicht so wirklich schwierig. Also P ist gleich, nun auch hier gilt wieder, 125, ich schreibe das schon mal hier hin, 125 Dezimeter Kubik, ein Einheitenboost ohne Ende, pro Minute. Ich weiß natürlich sofort, mache ich gleich, mal Delta P sind 219.842 und dann haben wir schon Newton
pro Meter Quadrat steht da drin. Also wir verwandeln wieder alles in unsere Basiseinheiten, damit wir Watt herausbekommen. Also wir machen aus den Minuten 60 Sekunden. Aus den Dezimetern machen wir wieder geteilt durch 1000 unsere Meter. Und schon haben wir dann Newton Meter pro Sekunde Quadrat. Und das ist die Leistung. Die Meter Quadrat kürzt sich logischerweise jetzt gegen dieses da oben fort. Meter bleiben stehen. Newton Meter pro Sekunde. Naja, und ich kürze das nochmal in blau, damit man auch endlich nochmal so ein bisschen vielleicht am Ende noch was sieht. Also Newton Meter pro Sekunde, das ist letztlich das Watt, das wir brauchen. Und auch hier brauchen wir den Zauber letztlich nur einsetzen. Und ich bin überrascht, dass das doch dann so schnell geht, wenn man sich nicht so viel vermalt, wie ich das eben gerade getan habe. Diese Zahl im Taschenrechner mal 125 geteilt durch 60. Und da kann ich gleich drei Nullen hinterher machen. Und dann kriege ich raus 458 Watt, die diese Pumpe haben muss, damit bei einem Wirkungsgrad von 1 gewissermaßen tatsächlich dieses vonstatten geht, was wir uns da wünschen. Aber wir sind uns einig, wenn wir dann die Verluste noch mit einbeziehen wollen, dann müssen wir den Wirkungsgrad wieder mit einrechnen. Und ich werde es nochmal hier kurz so ein bisschen abgrenzen, weil sonst kommen wir hier mit unserem Darstellung ja doch schon so ein bisschen durcheinander. Das Grüne können wir lassen, aber ich will es nur optisch noch mal so ein kleines bisschen unterstreichen. Dann können wir sagen, der Wirkungsgrad Eta ist natürlich 1 minus diesen Verlusten, also ist dann 0,88. Naja, und die wirkliche Leistung, die die Pumpe dann erbringen müsste, wäre dann P Eta, muss ja größer werden. Also schreibe ich die Formel P durch Eta und damit habe ich dann meine 458 Watt geteilt durch 0,88 sind dann, naja, die Zahlen sind ja noch im Taschenrechner drin, geteilt durch 0,88 gleich 520 Watt, die 0,5 mal aufgerundet, die dann die Pumpe tatsächlich haben muss. Ja, alles in allem sieht es ja ganz gut aus. Ich hätte gedacht, die Zahlen wären vielleicht nicht ganz so schön, wie ich mir das so gewünscht hätte, aber es sind sie dann doch geworden. Ja, ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.